So, ich wollte euch alle auf den Stand der Dinge bringen bezüglich unseres Imports. Die habt ihr das klassische Unboxing alle mitbekommen und heute, ja, sozusagen zwei Tage später, wollte ich mir mal alles angucken und euch daran teilhaben, dass ihr mal seht, was denn da jetzt so aktuell Stand der Dinge ist. Dreht das gleich alles so ein bisschen rum, dann könnt ihr sehen. Ich muss prinzipiell nach allen Wurzeln einmal gucken, weil die Erfahrungen haben gegeben, dass doch sehr viele Wurzeln in der ersten Instanz erstmal weggammeln und sterben. Plus ja, Blätter oder ähnliches, was wir auch jetzt noch finden werden. Und zu guter Letzt das Wasser einmal tauschen und ja, unser heutiger Arbeitsplatz. Wir starten einfach mal mit dem ersten Becher. Hier mal einmal der erste Blick. Hier die Syngonio Magic Marble. Ja, die ersten Blätter werden gelb, das bleibt leider nicht aus. Ja, ne? Syngonium. Wurzeln, ja, sind relativ klein, ist aber noch alles stabil, ist also noch nicht am Gammeln und dieses Blatt, ja, solange es noch nicht komplett weg ist, wird das auch erstmal dranbleiben. Das heißt, das können wir beiseite legen und gucken wir mal ins nächste. Hier das Blatt, ja, das war leider ein Importblatt. Die klassischen Importblätter, wie jeder von euch kennt, wo die Hälfte versterben wird. Aber nun ja. Ich streife die immer einmal alle so ein bisschen ab. Alles, was lose und mir schon entgegenkommt, weiß ich, das ist schon Matsche pur. Das hier sind so ja, alte Blatthülsen. Die sind meistens auch am Gammeln. Hier so die Blatthülsen, die als erstes abfallen, weil sie matschig werden. Hier so ein bisschen. Das Blatt ist jetzt eigentlich schon fast tot. Das kann man noch abmachen und da sieht man schon darunter den nächsten halbtoten Blattauftrieb. Oh, hier. Da seht ihr schon ein bisschen was Totes. Der Giganteum. Giganteum sind sehr, sehr, sehr empfindlich. So, jetzt. Ne? Die Wurzeln, seht ihr so selber, die kann ich so abziehen. Da ist nicht viel Leben mehr drin. Amyrium, oh, ihr seht, ne? Die Silber ist es. Die sind jetzt auch schon deutlich frischer, deutlich stabiler. Da ist richtig Leben wieder in den Blättern drin. Die sind nicht mehr so fluffig runterhängend, sondern die sind wirklich richtig fest. Ganz viele glasige Wurzeln. Das kann man schön sehen, ja, das ist dann auch, wenn sie dir schon entgegenkommen. Ja, hier unten wieder so ein weiches Ende. Ja, das merkt man richtig, das ist so alles so matschig. Wer kann es erraten? Aglaonema. Gucken wir mal die Wurzeln an. Ja. Erstaunlicherweise sind die gut. Sich richtig gut gemacht. Die stand ja vorher auch ganz schön. Und hier, ihr seht, die Blätter sind auch wieder richtig straff, richtig schön. Und die Wurzeln, erstaunlicherweise, sind richtig gut. Noch eine und ihr seht, die Blüte, die gibt es immer noch. Ja, die ist ein bisschen braun. Ja, das wird durchs Verpacken sein und alles, aber im Großen und Ganzen. Sieht auch die richtig schick aus. Große Kiste Mexicanum, die sehen auch mittlerweile richtig schön aus. Die Öhrchen sind wieder stabil und ja, weiche Wurzeln, wie zu erwarten eigentlich. Gerade diese feinen Wurzeln, die werden ja in Indonesien, die werden damit viel Kraft und Energie ja geschrubbt, damit sie halt frei von jeglichen Schädlingen sind und das sieht man nachher auch, die werden da ja nicht so zärtlich behandelt. Schauen wir mal den nächsten. Das Blatt wird uns wahrscheinlich verlassen, ist auch eigentlich das unterste. Deswegen, ja, ihr seht, es geht relativ einfach ab. Die Wurzeln, ah ja, hier sieht man, das war mal eine Luftwurzel hier. Ja, die seht ihr selber, kann ich so abpellen. Genau wie die auf der anderen Seite auch, die sind komplett im Eimer. Ja, hier wieder die nächsten Wurzeln, aber hier unten baumelt schon so ein ganzes
Bereich ist etwa so rum. So. Oh, die Öhrchen. Die sind doch sexy, oder? Aber die Wurzeln nicht. So, hier haben wir eine große Kiste Amydrien. Also die sind jetzt auf jeden Fall alle, wie ihr seht, richtig schön straffe Blätter und richtig, ja, die haben wieder das Wasser gezogen. Ja, Wurzelstatus, ja, so la la, da ist nicht viel, ein bisschen was Weiches. Hier der Trieb, der Neutrieb, der ist leider scheinbar abgebrochen. Ja, ihr seht, die Blätter sind auch richtig, richtig fest. Wurzeln, ja, ein bisschen glasig alles. Amydrium Medium. Eine Handvoll Wurzeln. Und hier Amydrium Silver. Ne, man sieht endlich schön diesen Blaustich. Im Vergleich dazu die Medium, ne, da sieht man den Unterschied. Silver und Medium. Eine ganze Handvoll Wurzeln. Nochmal eine Medium. Hier wird schon ein bisschen gelb, das ist aber ein altes alles. Das kann direkt mit. Ne, das kann nicht ab, das geht nicht ab. Das lassen wir dran. Alles was nicht, was mit Kraft ist, lassen wir dran. Der Vorteil an den Kisten ist, in den Kisten durch das ganze Wasser und allem drum und dran und die Wärme, durch die Fußbodenheizung, ist da nahezu 99 bis 100% Luftfeuchtigkeit. Und das tut denen nochmal richtig gut, weil die haben ja schlechte Wurzeln und dann ziehen sie das Wasser nochmal schön über die Blätter. Und das tut denen auch ganz gut. Hier so eine Skindapsus-Kiste. Ja, die sieht jetzt ein bisschen traurig aus. Skindapsus Officialis. Das ist der Neuaustrieb, der hier so rumbaumelt. Der ist futsch. Der ist weggegammelt. Das alte Blatt hier kann auch ab, das fällt auch so direkt ab. Und von den Wurzeln her, ja, da ein bisschen glasig alles, matschig. Silver, das müsste Silver Hero in die Richtung sein. Ja, die sind jetzt leider auch ein bisschen mit Gelbstich. Hier auch nochmal so ein Silver. Ja, aber ja, die sind alle nicht so schön, die sind sehr trocken. Müssen wir mal schauen, wie die sich machen. Oha, das Highlight hebe ich mir für nachher aus der Kiste. Wir nehmen erstmal diese Kiste. Ihr könnt euch ja noch erinnern an die ganzen Treubi Dark. Das ist diese tolle, volle Vase aller Treubis. Hier kommt mir schon ein ganzes Blatt entgegen. Fällt schon die Hälfte der Wurzeln runter. Ich greife mal so eine Folie rein. Herzlichen Glückwunsch, wir haben was Gammeliges gefunden. So, ich werde euch mal, oh, da fällt schon alles ab. Ne? Schmodder, Lodder. Ne? Also das ist alles weich und matschig und plumpst hier runter. Die Blätter kommen mir auch schon entgegen. Ja, das werden wir nachher einmal abschneiden und versuchen vielleicht hier über den Blattknoten noch so ein bisschen Leben da reinzubringen. Aber der Rest hier unten ist alles weich und matschig. Max Full Moon. Denn offiziell ist jetzt mit schönen straffen Blättern. Hier unten rote Blätter, andere Blätter, gelbe Blätter.
Und wir gucken mal hier bei den Wurzeln, da baumelt auch schon echt einiges runter. Dapsos Lucens. Gammelige Blätter. Mimetrium Silver. Auch richtig schön. Richtig straffe, stabile Blätter. Oh, die ist sexy. Löcher. Hälfte der Wurzeln, andere Hälfte der Wurzeln. Da haben wir auch gesagt, im Nachhinein richtig schön Blätter. Und das werde ich jetzt gleich mal in Ruhe obduzieren, gucken, was man daraus noch machen kann. Das ist die Ausbeute. So, jetzt werde ich euch mal aus dem Gestell nehmen. Hallo. Jetzt dürft ihr euch mal den Hund angucken. Hallo, Apollo. Sag mal hallo. Guten Tag. Ja, hallo. Soll ich hin? Hunde, das Beste. Er ist müde. Ja, und nicht fotogen. Er mag das eigentlich nicht. Deswegen. Hören wir damit mal auf. Ja, ihr seht, die Kiste ist auch erledigt. Alles, was hier so stand, ist erledigt. Die Kiste hier ist auch erledigt. Somit sind wir heute damit durch.